Moin moin und herzlich willkommen hier zu einem Aufgeklärt. Hoppel klärt auf. Und zwar, du hörst dieses Knacken. Und wahrscheinlich hast auch du dieses Knacken in der Stimme. Das hat man bei sehr wenigen Titeln. Ich habe das jetzt erst zum zweiten Mal. Ich hatte das einmal bei Volong im Stream. Das ging absolut gar nicht. Und ich hatte das jetzt bei meiner letzten Session von Sea of Stars, als ich das aufgenommen habe. Ich habe richtig viel gegoogelt. Ich habe mit dem Support telefoniert. Man muss sich aber an den Entwickler richten und so, weil das vom Spieleentwickler ein Problem sei. Aber das Problem sei auch nicht bekannt. Im amerikanischen Forum findest du einfach nichts. Und man merkt das auch ganz gut. Ich ziehe das mal hier so runter. Wenn man mit der Maus hin und her bewegt, siehst du? Die bleibt stehen. Das ist genauso auch dieses Knacken in der Stimme. Wenn auch du dieses Problem haben solltest, dass du Input-Probleme vom USB hast, weil das ist kein Mikrofonproblem, das ist auch kein Mausproblem, es ist ein USB-Problem. Das Knacken in der Stimme ist wegen USB und du hast es an der Maus. Ich bleib nicht einfach stehen und hör auf, ich bewege sie die ganze Zeit und sie bleibt einfach stehen, weil ein Input-Problem da ist. Wenn man dieses Input-Problem aber 1,5 Stunden lang erforscht, kann man das lösen. Und zwar, ihr geht bei eurem Spiel rein, dann Sea of Stars, dann auf Plugins. Und ich habe auch gesehen, dass es noch einige andere Spiele gibt. Also egal, sei es Pathfinder, Warhammer 40k, irgendwie Watch Trader oder irgendwie sowas, Kingmaker. Diese Datei, einfach löschen. Kann ich natürlich jetzt nicht, weil ich das Spiel anhab, warte. Muss ich natürlich müssen wir das Spiel mal eben schließen. So, dann wir löschen diese Datei. Das ist ein USB-Manager, aber der verursacht halt Probleme beim Managen. Weil es zu Konflikten kommt. So, jetzt löschen wir die Datei. Boom, die ist weg. Wenn wir das Spiel patchen, kommt die Datei wieder. Also müsstest du es dann rein theoretisch nochmal löschen. Aber solange kein Patch kommt, ist alles gut. So, jetzt ist die Stimme ja auch sowieso in Ordnung, weil ja das Spiel aus ist. Jetzt mache ich das Spiel wieder an. Das hier behalte ich als Mauspad quasi. Weil ich habe ja im Spiel natürlich keine Maus. So. Also wenn du sagst, boah, ich bin dir so dankbar, Hase, dass du weißt, wie man dieses Problem, ich wollte das immer aufnehmen oder streamen und hatte immer das Problem mit dem Knacken und so. Danke, Hase, dann lass ein Abo da. So, jetzt müsste das Knacken rein theoretisch weg sein. Und auch das mit der Maus. Also nicht rein theoretisch, es muss weg sein. Und auch mit der Maus, ich bewege die Maus. Und sie bleibt nicht stehen. Und das wird nicht nur Maus sein. Es wird nicht nur das Mikrofon sein. Du wirst viele, also ich denke mal, also viele USB-Geräte. Du kannst mit der Tastatur Probleme kriegen. Egal welche Spiele, das ist kurz Disconnect. Du kannst mit dem Controller Probleme kriegen, dass da irgendwie was fehlerhaft ist. Und siehst du das? Die Maus? Nicht einmal stehen geblieben. Mein Knackern in der Stimme? Auch alles gut. Also, wenn dir das geholfen hat, und die Datei hat man öfters in Spiele. Also ich habe meinen PC mal danach gesucht. Ich habe 44 Spiele, die allein diese Datei hat. Heißt nicht, dass du sie alle löschen sollst. Aber wenn du eins dieser Probleme hast oder die Symptome, lösch es einfach mal. Guck, ob es besser ist. Und viel Spaß beim Aufnehmen oder Streamen von Sea of Stars. Tschüss.